Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zur Ape Academy 2. Beim letzten Mal bin ich ein bisschen ausgerastet, der weiße Affe, dieser hässliche Wissenschaftler, hat mich tatsächlich besiegt und ja. Let's Part war wieder den Rage Part, aber wir haben es letzten Endes beim zweiten Versuch doch noch geschafft und jetzt sind wir hier, beim feurigen Macho Resort. Beim roten Affen. Ich hoffe, der wird nicht so nervig wie der weiße. Ich bin jetzt ein bisschen gereizt, aber es geht schon. Wir fahren jetzt Pippotron Deck und mal gucken, wie es wird. Geschenke für alle. Der Weihnachtsmann selbst ist unser Gegner. 70% Winrate, 361 Wins, 119 Niederlagen und 32 Unentschieden. Papier und Schere sind seine Best Buddies. Halte deinen Rang. Was soll das? Mal halte deinen Rang. Ja, was soll das denn? Gut, er hat nur Schere. Wenn wir mal euch das... Ja gut, er hat aber auch ein Papier. Wahrscheinlich macht das jetzt. Nee. Ich habe immer noch nicht das Minispiel vom roten Pippotron gesehen. Ach, wie ein bisschen zählt. Ich will den roten Pippotron. Mann. Das Minispiel gewinne ich eigentlich immer vorbei. Das ist ja jetzt die letzte reguläre Insel. Weil in der letzten Welt, da ist halt wirklich nur der Final Boss mit Spectre. Bedeutet, jetzt muss der Schwierigkeitsgrad für einen normalen Affen ja auch ziemlich hoch sein. Naja, mal schauen. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir es gewonnen haben, weil jetzt haben wir direkt 11 Bananen. Und ich spiele morgen Freeman. Ja, das war eine richtige Entscheidung. Affenpiraten, stimmt, das war's für ein Piratenspiel. Und es klaut sogar Bananen des Gegners. Naja, sonst wäre es auch kein Piratenspiel, ne? Piraten, die plündern und klauen. Das passt, I guess. Ja, das war ein Treffer. Das haben wir schon letztes Mal mit weißen Affen. Und der weiße Affe, der war so besoffen, der hat nichts getroffen. Absolut nichts, so wie wir gerade. Oh. Normalerweise 3 Schüsse, 3 Treffer. Jetzt war ich voll schlecht. Naja. Ich hoffe, jetzt sehe ich nicht als Bad Girl und bekomme trotzdem noch was zu Weihnachten. Ich hoffe es. Komm schon, ich will das Spiel sehen vom roten Pippotron. Bitte. Ja! Weil wir ihnen die Bananen geklaut haben, konnte er nichts ausspielen. Jetzt haben wir was. Kung-Fu-Affe. Komplett neues Minispiel. Blocken. Und bewegen und treten. Das fehlt jetzt zum Beat'em-up. Das ist genauso wie in Elf Academy 1. Hä, wie tritt man denn? Hä? In Elf Academy 1 gab es auch so ein Spiel. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Leute, ich weiß nicht, wie das geht. Da stand irgendwas von... Oh, ist das kacki. Hä, da stand was von Tränen und es ging nicht. Ich bin so schlecht im Beat'em-Ups. Hätte ich schon mal gesagt, dass ich schlecht im Beat'em-Ups bin? Jetzt wisst ihr es. Das Gute ist, die Schneeballschlacht. Da bin ich sehr gut drin. Mann, ich bin so schlecht im Beat'em-Ups. Ich hasse Beat'em-Ups. Wirklich, außer Smash Bros. Ich hasse Beat'em-Ups. Das finde ich immer so kryptisch. Die Spiele können so cool sein, wie kommen muss und alles. Aber es ist so uneinsteigerfreundlich. Ich werde immer nur zerstört und nie wieder auf. Ich weiß nicht, wie man spielt. Ich bin einfach nicht dafür gemacht. Das wäre ein absolutes Hassgenre. Ich habe schon mal gewundert, warum ich kein Beat'em Up Let's Play außer Smash habe. Jetzt wisst ihr das. Ja! Das war eine Falle. Weil da kam eine Schneeball und von oben auch noch einer. Das war richtig fies. Na guck, bis auf diesen einen Feld ging es ja. Hab ich verloren? Du hast verloren. Das ist ein Ende. Der Garmisch. Aus dem Tip-Top Gun Level. 70% Winrate, 263 gewonnen, 100 verloren, 11 unentschieden. Hat fast nur Papier. Das sind die letzten regulären Welt? Okay. Packen wir es an. Wisst ihr, was kacke ist? Ich habe schon wieder die falschen Karten hier. Ich habe nur Steinkarten. Oh, gegen den Papiertypen. Aber das ist Mumik. Mumik gewinne ich immer. Ich glaube, ich habe wirklich
generell in meinem gesamten Leben. Noch nie verloren. Noch nie. Jetzt wisst ihr auch warum. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich merke meinen Weg. Zack, bin ich sofort da. Gehe ich einfach durch. Jetzt muss ich wirklich zwei Runden fahren, damit ich Noelle ausspielen kann. Nein! Hier verliere ich immer. Affenschlägerei. Keine Ahnung, wo man da drücken muss. Es ist mir einfach nicht ersichtlich. Muss ich da drücken, wenn der Ball dieses weiße Ding da unten erreicht? Muss ich vorher schon drücken? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Sorry. Ich verstehe das Minispiel nicht. Nächste Runde gibt's Noelle. Oder soll ich damit noch warten? Ich kann Noelle mit dem roten Pivotron kombinieren. Stich den Affen. Oh nee, das ist ein Glücksspiel. Ah, das haben wir zwar noch nicht, aber es ist ein hässliches, doofes Glücksspiel. Natürlich! Die Gegner, können wir sagen, was ihr wollt, die Gegner wissen immer, wo man ist. Glücksspiele verlierst du immer. Süßkartoffelbefehl gewinne ich immer. Das heißt, ich warte jetzt eine Runde und kombiniere das dann mit einem roten Pivotron. Für die ultimative Todes. Oh, cool. Noch ein Minispiel, was ich immer verliere. Heute meint das Schicksal, ist echt nicht gut mit mir. Ich merke schon. Oh. Anfängerin Glück, I guess. So. Zeit, Geschichte zu schreiben. Mein Freund, es wird dir nicht gefallen, aber du wirst jetzt leiden. Warum können nicht mal wieder coole Minispiele kommen, wie zum Beispiel das mit dem Pferd? Immer kommen nur diese Glücksspiele und Sportspiele und... Ich streng mich wieder nicht an, weil für die Computer wollen wir echt nicht anstrengen, sind so schlecht daran. Ja. Ich freue mich schon, wenn wir das Minispiel irgendwann mal umgekehrt sehen. In der Minispielsammlung. Zeige ich euch mal, wie man das eigentlich macht. Schau mal beim Laden vorbei. Was für ein Laden? Den Ingame-Shop? Ich bin nicht dein Vater. Affreder. 78 Gewinnrate. 498 gewonnen, 93 verloren, 40 unentschieden. Cool. Okay. Ich spüre deinen Zorn. Das Einzige, was er auch spielen kann, ist Katy Perry. Wahrscheinlich nimmt er jetzt Papier. Nee. Okay. Warum bin ich immer so pessimistisch? Komm schon, ich gewinne das jetzt. Habe ich direkt 8 benannt. Bedeutet, mein Nicht-Vater wird verlieren. Weil ich schon wieder so viele teure Karten habe. Mann. Das Weird Monkeys Deck war bisher das Beste. Das Deck ist auch viel zu teuer. Das war die Pivotron-Action. Komplett Pivotron-Gewalt, aber das war's. Na, weißt du, wo die Münze ist? Wo ist die Münze? Ich habe da Freddy unterschätzt. Toll. Der Typ hat 920 Leben. Was zum Geier. Okay. Aber Pronto, Pronto, Pronto. 3D-Affensuche. Oh, 3D-Affensuche. Du verlierst für jede Banane. Was? Wenn der Gegner eine Banane aufsammelt, verliere ich eine Banane. Das ist ja voll scheiße. Aber ich habe ihn schon gefunden. Ja, für den. Das werden wir noch in der Minispielsammlung spätestens sehen. Für den ist das tatsächlich 3D. Das ist richtig weird. Nein, ist das blöd. Nerd. Fangen die gewonnen. 4 Bananen und ja. Nur 4.
war toll. Und ich habe mir die ganze Peppertron zwillig, die gesamte Mannschaft. Ich habe Exodia, blauen, gelben und roten. Wow, was war das denn? Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Cool. Der Witz, für den spiele ich jetzt. Ich hoffe einfach, dass die Scherenkarte zu teuer ist. Ich spiele einen gelben Peppertron. Das Minispiel vom roten Peppertron hasse ich wie die Pest. Ich will das nicht spielen. Und jetzt muss es gespielt werden. Nein! Was? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was ist das denn? Oh nee, das ist wieder so ein hässliches Glücksminispiel und ich bin jetzt schon down. Leute, ich glaube, ich habe schon wieder verloren. Noch nicht ganz, aber ich habe nur 4 Bananen. Bedeutet, ich habe eigentlich verloren. Wobei, ich habe Monique und Ricky Gervais. Kann ich wieder schnell Bananen aufstocken. Mann, diese Kombo-Scheiße. Ich mag das Kombo-System im Spiel nicht. Wenn du einmal zu einem Kombo-Minispiel verlierst, hängt viel zu viel vorab. Ich mag das nicht. Ich mag das wirklich nicht. Das Minispiel ist auch blöd. Muss halt 2 Bananen hin, aber ihr seht ja selbst, was abgeht. Viel zu viel geht ab. Kommst du nie hin zu dem Scheiß. Boah, ich bin fast da. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ja! Hui! Ja, Gott. Weil die Afraider-Karte ist richtig böse. Ich klaut dort. Richtig viel. Weißt du ja. Klaut 3 Bananen und 300 Leben. Natürlich. Wieder unentschieden. Bedeutet, ich habe schon wieder verkackt. Bedeutet. Das nächste Minispiel entscheidet über Sieg und Niederlage. Ja, tut es auch. Weil jetzt muss ich passen und er hat natürlich jetzt so einen Scherum und tippt zu meinen Namen. Matsch, okay, was ist das? Oh, das ist das gleiche Minispiel wie der blaue Affe. Da bin ich nicht so gut drin. Oh nee, Leute. Das Let's Play wird zum Fail-Let's Play. Es gibt gleich noch Revanche gegen Darth Vader. Im letzten Moment! Oh mein Gott, ich habe meinen Magic Girl Power unleashed. Das ist doch wirklich perfekt. Besser geht's nicht. Och, wer hat denn da fast nur Papier? Es tut mir aber leid. Es tut mir so leid. Stiehl den Gegner 5 Bananen. Och, aus Banana Rammer. Jetzt gibt's aber die ultimative Todeskombo. Schon wieder Exodia auf Hand, alle Peppertrons. So, Kollege, ich weiß schon, bin da nie gerechnet. Ich reg mich jetzt auch nicht mehr auf. Scheinbar ist der Schwierigkeitsgrad extrem gestiegen. Und ihr wisst ja, bei dem Minispiel dominiere ich eigentlich immer. Obwohl, Darth Vader müsste eigentlich gut sein, sowas. Ich meine, Weltraum, Raumschiffe, UFOs. Der Typ hat nicht einen Affen. Der Typ hat nicht einen Affen gefangen. Ist das traurig. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Spyro Enter Dragonfly, wo man Kühe mit dem Ufer einsaugen musste. Der Typ hat einen einzigen Affen. Ich habe schon 14. 15 zu 1. Hallo, Strafe fällig. Er ist fast besiegt und hat immer noch 11 Bananen. Das ist natürlich kacki. Blauer Peppertron, let's go. Ich hab halt nur Stein, der wird das Papier machen, ne? Das Gute ist, die Affensuche bringt ihn nicht um. Ich glaube, ich habe mehr als 180. Ich glaube, ich habe 300 irgendwas. Ich weiß es nicht. Gott, drück mir nicht so auf Pelle. Papa, Papa, Razzi. There's no other superstar to love me. Nein! Warum fange ich jetzt noch an, Lady Gaga zu singen? Ist doch klar, dass mich das ablenkt. Oh Leute, das wird so schwer, so knapp, ne? Ich spiele jetzt Rotkäppchen. Rotkäppchen, Rotkäppchen. Muss ich stechen? Unentschieden. Roter Peppertron, das war dieses blöde Kung-Fu-Spiel, das bietet ab, das kriege ich nicht hin. Und natürlich hat er einen blauen Affen, ja. Natürlich. Leute, ich werde verlieren.
Es gibt gleich ein dickes, fettes Rematch. Boah, das ist ja stark. Der hat auch fast 1000 Leben. Das ist fast so stark wie ein Boss. Es gibt gleich ein Rematch. Haha. Okay. Zweiter Einlauf ist jetzt hier, weil ich es eben so perfekt gemacht habe, aber es ist halt runtergümpelt. Komm schon. Dreimal Stein, du machst jetzt nicht schwer, danke. Iris Federmann, Game Over, wir haben es doch ganz knapp geschafft. Oh, war der schwer. Der war so schwer. Blöde Darth Vader, ey. Boah, war der schwer. Da bin ich jetzt wirklich zuversichtlich, dass ich es schaffe. Schafft er das? Gott, was ist das denn für ein Gegner? Ich glaube, der hat die höchste Schwierigkeitsstufe. Oh Gott. Wie kann man so gut sein? Wie kann man das überhaupt so lange aushalten auf dem Spielband? Wir haben gewonnen. Voll knapp. Boah, war das eine Zitterpartie. Finde ich cool, dass der da noch so atmet. So, Kichi. Schaffen wir jetzt echt nur ein Kampfgebiet? Worum geht's hier eigentlich? Gewinn Statistiken 69. Nice. 273 gewonnen, 106 verloren, 15 unentschieden. Schere ist so seins. Schere ist voll seins, ey. Hoho, Schurke ihn fort. Get wrecked, my friend. Das ist der Typ. Das war der Burgherr, der war ganz oben in der Ninja-Burg. Du gewinnst 3 Bananen. Gut, dann gewinne ich 3 Bananen. Papa, die Minispiel verliere ich nie. Gott, ich glaube, wenn wir langsieren, hilft sein komischer Helm da auch nicht. Seine komische Kopfbedeckung wird hier nicht wirklich helfen, oder? Ich glaube, er fällt. Ich glaube, er fällt. Guckt euch das Elend an, er fällt. Er wird runterfallen. Guck mal, wie er kämpft. Guck mal, wie er kämpft. Ich wusste es. Das ist jetzt eigentlich Double Run. Er ist runtergefallen, ich war schon bei der Banane. Richtig cool. I love it. Okay. Cool, wenn ich das Minispiel direkt gewinne von Cyberpunk, habe ich direkt 9 Bananen. Gibt nur ein Problem. Ich kenne mir jetzt darauf, dass er nicht 4 spielbare Karten hat. Ich meine, er hat nur 4 Bananen. Komm, die sind nicht alle spielbar, bitte nicht. Kann sein, dass ich jetzt tatsächlich gegen die verliere. Weil 4er-Kombo reicht eigentlich aus, um mich zu töten. Na, ja, natürlich. Ich weiß nicht, die Gegner haben nur Low-Cost-Cards. Ich sollte es eigentlich auch machen. Na, wobei, ich habe mich zu früh aufgeregt. Okay. Ich bin immer noch gereizt von den weißen Affen. Ihr merkt das wahrscheinlich. Gott, das Minispiel. So gern wie ich es mag, ich kann es mittlerweile nicht mehr sehen. Wie oft haben wir das? Es kommt immer der gelbe Pippotron. Gut, besser als der rote Pippotron, weil das kann ich ja nicht gewinnen. Beat'em-ups und so. Ich hasse Beat'em-ups. Wobei, ich mag eigentlich Beat'em-ups, aber ich spiele Beat'em-ups dann immer auf super leicht. Dann macht das Spaß. Weil ich da immer gewinne. Na, komm. 25 zu 6. Ich glaube, 25 ist mein Rekord. Komplett vernichtet. Du gewinnst und das verdient. Ja, wenn du das als verdient siehst, dann freue ich mich. Oh, der Kampf gegen Darth Vader. Boah, das ist eine Zitterpartie. Monda. Das war der stärkste Affe in Ape Escape 3. Die Geheimwaffe des Dschungels. 75% Winrate. 463 Wins, 91 verloren, 58 unentschieden. Ausgeglichenes Deck. Der hieß aber, glaube ich, in Ape Escape 3 Affe 10.000 oder so. Ziel erfasst. Toll. Fängt schon gut an. Komm, du machst jetzt Papier. Du schaust zwar nur bei 33%, aber machst jetzt Papier. Wenn ich das sage, ich bin so ein liebes Mädchen. Du machst Papier. Die Aftricks.
direkt minus 400 Leben. Warum 400? Ja, weil wir das Minispiel vor ihm nicht viermal so, dass trotzdem dazu addiert wird. Ich hasse die Affe-Tricks. Bin ich tot? Ich glaube, ich bin tot, oder? Mann, wieso man so schnell ausweichen? Habt ihr jetzt gesehen, wie schnell es auf einmal flog? Das ist doch bescheuert. Zack! Ja, schon die Hälfte verloren. Alter, das ist so blöd. Ich mag echt die Mechanik nicht. Ich finde jetzt nicht salty oder so, ich mag die Mechanik davon nicht. Dass sich das so stackt. Jetzt macht er natürlich Papier. Das Schöne ist, das Minispiel, was immer gewinnt, ist, was nicht schön ist, dass ich jetzt keine Bananen bekomme. Ich glaube, jetzt verliere ich. Jetzt verliere ich. Ja. Ich bin auch nur ein Mensch. Leute, ich bin nicht Cecilia, die absolute Oberqueen, die immer gewinnt. Meine Winrate in dem Spiel ist halt nur bei 95%. Das ist halt nicht 100. Haha, you lose. Das ist auch so ein Arsch, genau wie der Darth Vader. Das macht er wahrscheinlich Schere, ich kenne noch mein Glück. Okay. Wisst ihr, was das Schöne ist? Du gewinnst 2 Bananen. Und ich glaube, wenn wir jetzt 2 Bananen bekommen, plus die Banane, wenn wir gewinnen, können wir auch den Pippotron ausspielen. Ich werde nie, schreibt es euch in Toren, ich werde nie dieses Minispiel verlieren. Nie. Ja, 9 Bananen. Der ist gut gegen 3 Karten, entweder ohne Schere oder 2 Scheren, genau besiegen. Ja. Ach fuck, das war ja das Blöde. Oh, das war dieses scheiß Beat'em'up. Oh, ist das kacki. Halten, treten. Ich halte jetzt mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Das geht nicht. Wie spielt man Beat'em'ups? Ich hasse Beat'em'ups wie die Pest. Nee. Ach, Mann, ich reiß mir die Haare aus. Es ist halt toll, wenn man ein Pippotron-Deck hatte und einfach die Minispiele nicht kann von denen. Komm, Noel. Du enttäuscht mich eigentlich nie. Hat mich enttäuscht. Leute, ich werde so verlieren gegen dich. Ich meine es jetzt ernst. Ich meine, der hat 200 Punkte Vorsprung und ist ja voll am Dominieren. Ich hasse Beat'em'ups, Leute. Sorry an alle Beat'em'up-Fans. Ich mag das Genre überhaupt nicht. Es könnte das erste Mal sein, dass ich in diesem Minispiel verkacke. Das ist ein guter Gegner. Aber ganz knapp gewonnen. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist echt insane. Mittlerweile. Ich habe irgendwie weibliche Intuition gesagt, ich habe jetzt verloren. Jetzt macht er. Vorbei. Eigentlich nur unentschieden sein. Nevermind. Weibliche Intuition hat sich soeben gejagt. Du verlierst für jede Banane eine Banane. Das ist so dumm. Wenn ich eine Banane aufsammle, verliere ich wenigstens die Banane. Deswegen sammelt er die nicht auf. Gott, wie schlecht sind die denn? Ich meine, ich habe das die letzte Zeit auch mehr verloren. Aber wie die sich anstellen, ist das schon ein Trauerspiel. Okay. Leute, ist neues drin. Ich hab nur Papier. Was soll das denn? Ich hab nur Papier. Den sorge ich jetzt mal aus, den will ich nicht haben. Zwei weitergeben, weil. Ich möchte nicht, dass er jetzt die übelste Kombo startet. Wenn ich das Spiel jetzt verliere und ich werde es verlieren, weil es ein Glücksspiel ist, dann. Habe ich immer noch nicht komplett verloren. Bin ich kurz von tot. Ich will so hart verlieren, ey. Ich verstecke mich jetzt hier. Hier in der Ecke. Knapp. Ich gehe jetzt in die andere Ecke. In die Ecke und schäme. Jetzt gehe ich da hinten hin. Na, wobei, ich bleib hier. Na, okay. Er hat verkackt. Der Computer hat mein Glücksspiel verkackt. Bin ich im Paralleluniversum oder was? Wisst ihr, was traurig ist? Ich muss passen.
war ja plötzlich nur Papierkorn. Man wollte ja nur Papierkorn. Lauf am schnellsten. Na, der. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Da Vader hat mich auch schon besiegt. Knapp gewonnen. 69. As always. Gott, das ist voll schwer. Der Schwierigkeitsgrad ist echt ziemlich hoch mittlerweile. Ich glaube, das wird jetzt absolut Showdown. Spielt jetzt die Schere aus oder nicht? Jetzt muss ich halt gammeln und irgendwann den blauen Pippotroman der Stein hat und hoffen, dass er die Schere ausspielt. Kommt jetzt die Schere? Nö. Jetzt spiele ich den blauen Pippotron. Alles oder nichts. Wenn er jetzt Papier nimmt, habe ich verloren. Das war scary. Das war richtig scary. Ich glaube, ich habe ihn besiegt. Oder er überrascht mich jetzt hier auf dem Fließband. Er war einfach super schlecht. Gut, so sieht es bei mir auch aus. Ich kann es nicht spielen, auch überhaupt nicht. Oh mein Gott. Hat er jetzt tatsächlich vor allem Pippotron das abbekommen? Jeder Pippotron? Ich glaube schon. Ich komme wieder. Das war deine Karte, Kumpel. Der beste Affenmechaniker. 93% Gewinnchance, 8 gewonnen, 14 verloren, 2 unentschieden. Match Urgi, 50-50. Stein und Schere. Fängt schon gut an. 5 Bananen, 5 Bananen. Ich spiele aber lieber Munich. Das ist mir schon noch mehr Spaß. Affenverlies! Affenverlies! Hier durch. Oh nein, ich habe mir den Weg falsch gemerkt. Oh nee, ich muss hier noch hoch. Habe ich voll den langen Weg? Ich glaube, der hat einen leichten Weg. Nee, die Wege waren alle so kompliziert, glaube ich. Nee, okay. Der blaue Pippotron könnte es jetzt schon beenden. So schnell kannst du gerne, ihr Lieben. Ich mache gleich trotzdem noch einen Fight. Feier damit dieses Kampfareal auch abgeschlossen. Ich kämpfe ja bei jedem Areal gegen 3 verschiedene Affen und ja, da haben wir es. Ich darf da nicht lachen, ich kann es auch nicht. 30 Sekunden auf diesem Fließband aushalten. Geht einfach nicht. Das ist viel zu schwer. Jetzt haben die Entwickler sich dabei gedacht, es gibt Zeit wohl zu essen. Ausgekotzte Banane extra für dich. Hier. 100 Bananenschalen. Sofort. An Maria. 33% Gewinnchance. 4 gewonnen. 8 verloren. Du hast aber nicht viel. Elf Academy 2 gespielt, Girl. Ich hätte kaum was gespielt. Los geht's. Okay. Das hatten wir nur mal andersrum. Ich werde mal selber den Baseball werfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich glaube, ich kann das gar nicht. We will see and find out eventually. Mach ein Strikeout, Ball werfen. Klingt ja voll easy, aber was ist das auch? Ich glaube, du musst im letzten Moment werfen. Jetzt. Und ich treffe es natürlich. Oh, das Minispiel ist richtig kacke hier. Immer wenn ich abwerfen muss, schaffe ich es nicht. Wenn die Computer abwerfen, schaffen sie es immer. Oh, ist das blöd. Ja, toll. Schere. Und ich habe nichts. Komm. Papier, dann ist der Simon wenigstens weg. Da hat die, glaube ich, nur Papier und Schere hat. Bringt uns nichts. Ja. Zumindest im Minispiel war es jetzt zu 100% gewinnen, weil da hat die AI so doof ist wie eine Eintagsfliege. Echt? Minus 200 IQ, AI. Danke, dass du mir die Bananen gibst. Die schickt die Bananen echt zu mir hin. Guckt euch das an. Hä, die hat aber genauso viele Punkte wie ich. Das ist krass.
gerade einen Bug. Sie macht doch alles falsch. Gib mir jetzt die Banane. Danke. Das war nicht meine Bestleistung, es hat gereicht. No punishment. Ich muss jetzt einfach biegen und hoffen, dass Schere ausgewählt wird. Schere. Natürlich nicht. Tauziehen, da war ich beim letzten Mal richtig gut. Ich glaube einfach, dass ich es jetzt wieder hinkriege. Man muss nur an sich glauben, ihr Lieben. Man muss nur an sich glauben. Supi. Ist nicht so viel, es hat sich wieder nur in die Pippotronen. Es hat man nicht gerade so viel, ist so teuer. Das Pippotronen-Deck, das fand ich eigentlich immer relativ cool, aber im Let's Play. Nee, ich habe ja nur Pech mit diesem Deck. Das beste Deck war einfach das seltsame Affendeck. Okay. Ich hab gehört, es gibt eine Geheimtechnik, und wenn man den Kopf so wippt, dann geht's noch besser. Seht ihr? Absolut dominiert. Toll. Komm schon, Noel. Du schaffst es, sie macht jetzt Papier. Natürlich macht sie nicht Papier. Natürlich macht sie nicht Papier. Was war das? Kurzstrecke. Da habe ich einmal 69. Komm schon, 69, the Bob, 69. Komm schon, 69, 69. Was passiert jetzt beim Unentschieden? Nichts. Das ist cool. Also wenn ich die Karte ausspielst, muss wirklich immer besser als der Gegner. So, dreimal Papier, Fräulein. Danke. Oh, das war DJ 1 Euro. Das ist so ein cooles Minispiel. Werden wir spätestens sehen bei der Minispielsammlung. Es gibt so viele Minispiele, die wir noch nicht gesehen haben. Ihr werdet alles sehen. Aber erstmal mal in die Hauptstory. Wie gesagt. Nein, ich habe keine Schneebälle mehr. Verliere ich ernsthaft mein Schneeballspiel? Bitte nicht. Sag mir, dass es ein Traum ist. Das kann nicht wahr sein. Ich verliere doch hier nicht mein Minispiel. Das Minispiel hast du immer gewinnen. Jetzt mein Schneeball reingelaufen, die war doch gar nicht da. Das war seltsam. Soll ich mich wieder aufregen wegen Beat'em Up? Es gibt ein Problem. Meine Karten sind zu. Oh, ich hätte echt Stein nehmen können. Was? Affenentführung 1? Wir kennen ja nur Affenentführung 2. Was ist denn der erste Teil? Ach so. Da darf ich nicht in das UFO reinkommen, ich verstehe. Ich dachte schon, die kommt jetzt voll rein. Das ist aber so ein Sog, man wird richtig da reingezogen. Ihr Lieben. So ein richtiger Sog. Was passiert, wenn ich so lange überlebe, wie die Zeit sagt? Ich glaube, dann gewinne ich auch, ne, wenn ich nicht verliere. Wie springt die überhaupt? Ich kann gar nicht springen. Aha. Das ist auch witzig. Affenentführung 1 finde ich auch cool. Oh nee. Na komm. Ich schmeiß mal eine Karte weg. Was ist das kacke? Ich kann halt. Ich könnte jetzt zwar noch der andere roten Pippotron Papier spielen, aber der hat hier voll die Kombo. Kann ich gerne darauf verzichten? Kann ich bitte eine Scherenkarte topdecken? Bitte.
I'm a simple girl. I have only one dream. Mann, was ist das Kacke hier? Genauso wie die... Nein, ich verliere jetzt mein Minispiel. Genauso wie die Partlänge von diesem Let's Play. Ich verziehe jeden Part. Naja. Aber ich würde behaupten, dass vielleicht der beste Part des Let's Plays. Weil wir hier einfach richtig spannende Kämpfe hatten gegen diesen komischen Mondam und gegen Afueda. Oh, hast du nur Papier? Das tut mir mal leid. Das tut mir so leid, Girl. Aber pronto, pronto. Ich liebe diese Karte. Was mir nicht macht so viel Spaß, 3D-Affen zu holen. So schnell kannst du nicht gucken, habe ich die gefunden. Ich liebe Minispiele, die ich zu 100% gewinne. Ich weiß nicht. I just love it. Zwei Sekunden und sie ist raus. Wir haben nicht mal Schaden genommen. Bist du jetzt zufrieden? Ja, bin ich. Gut, da haben wir nur das Kampfareal gefunden und natürlich den roten Affen und natürlich auch den Pivotron. Den roten Pivotron, den müssen wir natürlich auch noch herausfahren. All das im nächsten Part. Je nachdem, wie wir vorankommen. Wahrscheinlich schaffe ich nur das Kampfareal und den roten Pivotron. But who knows? Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!